Also, was ich bei uns in der Firma festgestellt habe, wenn neue Leute kommen und versuchen, ihre Anwendung irgendwie auf den Cluster zu bringen, also quasi diese Cloud, los bei uns in-house, haben die immer so ein bisschen Probleme zu verstehen, wie die ganze Technik zusammenarbeitet. Die Konzepte sind eigentlich alle total simpel, aber wie sie interagieren, nicht mehr. Ich habe den Vortrag Enterprise Workload Scheduling genannt, weil das klang fancy genug, aber eigentlich ist es gar nicht so viel. Wenn ihr irgendwie normalerweise eure eigene Anwendung auf eurem Rechner startet, dann habt ihr zuerst mal einen Begriff, also ich verwende die Begriffe von Kubernetes, weil das ist gerade das aktuelle heiße Ding. Und das ist nicht mehr so VMware, da heißt es anders, aber das Prinzip ist genau das Gleiche. So, da habt ihr das Erste, das ist einfach ganz normal Usage. Das heißt einfach nur, wie viel Memory oder wie viel RAM braucht euer Ding und wie viel CPUs frisst das Ganze im Zweifelsfall. Ändert sich in der Cloud auch nicht. Bei euch ist es relativ einfach, weil ihr habt genau einen Rechner oder vielleicht noch einen Raspberry Pi oder so. Da ist es dann relativ einfach, wo man seine Sachen drauf laufen lässt. Auf der Cloud ist es nicht so, weil die hat... Also das soll ein Rechner sein, nicht so richtig eckig. Oder lassen wir es trotzdem mal so. Da ist das nicht so richtig klar, wo das Ganze hinbekommt. Das heißt, nur zu wissen, welche Usage ihr habt, das ist für euch ganz nett, aber irgendwie muss es der Cluster ja auch lernen. Das heißt, was ihr da dann macht, ihr habt aus Erfahrungswerten oder ihr ratet am Anfang einfach, wenn es irgendwie eine neue Anwendung ist, sagt ihr dem Cluster nicht nur so, das ist die Usage, die ich habe, so, das wisst ihr, das, was ihr tatsächlich verbraucht, sondern ihr sagt so, hey, ich requeste auch so und so viel, zum Beispiel 1 GB RAM und 2 CPUs. Das ist der zweite Begriff. Und dann sagt ihr irgendwie, okay, was ich 1 GB RAM, eine CPU und der Cluster guckt, okay, wofür habe ich noch so viel Platz, alles klar, hier und packt eure Anwendung dann dahin, zum Beispiel. Oder ihr sagt, ihr braucht irgendwie viel, viel mehr, dann packt euch der Cluster vielleicht nach da drüben, weil da noch mehr Platz ist. Und wie berechnet der Cluster das Ganze? Na, er guckt sich einfach an, wie viel Platz hat so eine Node, also ein Server. Das wird einfach angegeben, weil man weiß, wie viel er hat und man weiß, wie viel Overhead das ganze System hat und dann sind irgendwie auch 40, 50 GB oder so auf so einem Ding noch frei. Und der Cluster sagt einfach, okay, ihr wollt irgendwie 1 GB RAM, eine CPU haben, alles klar, hier ist noch Platz, packe ich auf die Node mit drauf. So, das ist so das Mittlere, so was er braucht, dass es überhaupt erstmal irgendwie läuft. Das Problem, was ihr jetzt habt, ist natürlich, eure Anwendung kann kaputt gehen und zum Beispiel alle CPUs verbrauchen oder einfach unendlich viel RAM haben. Und das ist natürlich ein Problem, weil ihr seid ja nicht die Einzigen auf so einem Server, sondern es sind relativ viele andere. Und der Cluster will ja irgendwie versuchen, eure Anwendung fair zu schedulen oder ihr fairen Anteil an den Ressourcen zu geben. Und bei CPU ist es relativ einfach, weil dann läuft alles so ein bisschen langsamer und verteilt das Ganze irgendwie. Bei Memory aber nicht. Weil das ist non-compressible, es gibt keinen Swap. Also ja, kann man irgendwie einrichten, wird aber nicht empfohlen und dann läuft alles viel langsamer und das will man ja nicht haben, weil die Cloud soll ja gefälligst in Kram schnell berechnen. Also kommt ein weiteres Konzept hinzu, das nennt sich dann Limit. Und das könnt ihr euch genauso vorstellen, wie wenn ihr einfach mehr RAM haben wollt, als ihr das angegeben habt beim Limit, kommt die Out-of-Memory-Fee vorbei und sagt, tschüss, und dann fliegt das Ding weg und dann wird es irgendwann auf einem woanders neu gestartet. In der Hoffnung, dass ihr dann weniger RAM braucht. Soweit so klar? Soweit so einfach? Sehr gut. Genau, jetzt habt ihr das Ganze nur mit einem Pod betrachtet, aber wenn ihr jetzt irgendwie eine größere Firma seid oder mehrere Teams, und dann wollt ihr vermutlich noch eine weitere Ebene haben, weil mit dem Limit helft ihr es irgendwie so, dass ein Pod, also eine einzelne Anwendung irgendwie amok läuft und alle Ressourcen verbraucht. Aber ihr könnt ja auch ein Team haben, die irgendwie einen Fehler machen, zum Beispiel irgendwie, ich hätte gerne 10.000 Kopien statt 10, weil sie sich irgendwie vertippen und das auf den Cluster draufhauen. Und das Problem ist, dass der Cluster irgendwann voll. Und der Cluster weiß natürlich jetzt nicht, sind jetzt die 10.000 Pods von Anwendung A wichtiger oder ist es dieser eine Pod von der Datenbankmigration wichtiger? Und dann wird die vielleicht einfach nicht gescheduled, weil der Cluster einfach voll ist. Ja, das ist so, das kann man nicht so richtig sagen. Das heißt, es gibt jetzt ein weiteres Konzept. Das nennt sich Quota und letztendlich gruppiert man einfach verschiedene Anwendungen oder verschiedene Einzelteile einer Anwendung in einem sogenannten, also Kubernetes heißt das Namespace, zusammen und gibt dem Namespace eine Quota. Und die Quota hat
nichts mit eurer aktuellen Usage zu tun. Ja, das, guckt rein auf den Request. Dem Cluster ist nämlich eigentlich relativ egal, wie viel ihr tatsächlich verbraucht. Den Cluster interessiert nur, wie viel habt ihr requested. Und das heißt, diese beiden interagieren lustig zusammen. Und wenn ihr irgendwie sagt, ich hätte es gerne mehr Kopien meiner Anwendung oder ich hätte gerne meine Anwendung dicker, aber eure Quota ist irgendwie, dass ich 1 Terabyte an RAM und ihr hättet gerne 2, dann sagt ihr einfach nö und dann kommen die Pods nicht mehr drauf oder die Anwendungen. Und genau, dann habt ihr so gesehen den Cluster geschützt vor einzelnen Teams, die sich vertippen oder irgendwelche Fehler machen. In der Praxis passiert das nicht so häufig, weil sich so zu vertippen, ob man jetzt irgendwie 10 Kopien oder 10.000 Kopien haben möchte, ist relativ unwahrscheinlich. Und wenn man sich vertippt zwischen 10 und 100, ist nicht so schlimm, weil die Cluster in der Regel groß genug sind, dass das einfach verschwindet und die Leute das dann wieder merken rechtzeitig und dann kann man das schon wieder wegmachen. Was eine realistischere Wahrscheinlichkeit ist, könnt euch bestimmt vorstellen, so die Usage, ja gut, die kriegt man irgendwie so hin. Und dann guckt man sich das einmal an, rät so ein bisschen rum und findet einen passenden Request. Ja, und dann macht man das Ganze. Und dann fasst man das Ding nicht mehr an und dann ändert sich irgendwie die Usage tatsächlich, weil irgendwie, keine Ahnung, neue Kunden, man packt immer neue Features mit drauf, vergisst aber dieses Ding anzupassen, weil stört ja nicht. Und irgendwann kommt dann doch die Out-of-Memory-Fee vorbei und dann ist es blöd oder die Anwendung läuft langsamer oder irgendwelche lustigen Sachen. Offensichtlich ist natürlich der nächste Gedanke, das könnte man automatisieren. Da gibt es 2 Möglichkeiten. Ihr könnt horizontal skalieren, also entweder mehr Kopien eurer Anwendung starten oder ihr skaliert vertikal, einfach mehr CPUs oder mehr Memory requesten, wenn eure Anwendung das unterstützt. Also wenn die Anwendung nur auf die Datenbank wartet und die Datenbank überlastet ist, dann hilft euch das alles nichts. Diese Dinge heißen Horizontal Autoscaler oder Vertical Autoscaler, wie der Name so ist. Und die funktionieren teilweise ganz gut, teilweise sind sie noch sehr alpha, das heißt, dann werden sie einfach nicht benutzen, weil sie dann eventuell den ganzen Cluster die ganze Zeit neu starten oder alles neu starten und alles ein bisschen instabil wird, ist nicht so geil. Aber was quasi production-reif ist, ist der Horizontal Pod Autoscaler, der also einfach mehr Kopien eurer Anwendung startet, wenn die zum Beispiel zu viel CPU verbraucht, was in der Praxis ganz gut funktioniert für viele Anwendungsfälle. Und die Requests bleiben für diesen Horizontal Pod Autoscaler komplett gleich für eine einzelne Kopie der Anwendung, aber er startet eben viel neuere, weitere Kopien. Und da kommt dann die Quota eher ins Spiel, weil der Horizontal Pod Autoscaler, den kann man zwar auch irgendwie Limits mitgeben, aber also wie viele Kopien er maximal machen soll, aber das vergisst man dann und das passiert ja auch nur durch irgendwelchen Peak-Zeiten und so weiter. Und genau, und da ist das dann hilfreich, dass dann nicht zu viel auf einmal platt gemacht wird und man eher mal guckt, optimiert man oder ist es überhaupt richtig eingestellt und passt das Ganze noch. Weil ich meinen Rechner vergessen habe, kann ich euch leider nicht zeigen, wie das in der Praxis tatsächlich aussieht, weil die Fehlermeldungen sind immer so ein bisschen witzig. Weil diese Konzepte, ja, das war erst so ein bisschen viele, sind jetzt so ein bisschen da, aber ist die Sache, man macht das Ganze, richtet das Ganze irgendwann ein, das ist alles so ein bisschen ätzend, weil das irgendwie so in der 5. Ebene in so einem gigantischen YAML-File drin steckt. In der Praxis sieht das Ganze dann so aus, jemand packt seine Anwendung irgendwie hin, vergisst, dass komplett das Usage irgendwas ist, weil das einfach von irgendwoher gecopy und pasted wurde, also das klassisches Cargo-Culting und kopiert das und packt das drauf. Und es wird auch in der Regel ungefähr klappen, weil die Anwendungen sind ja alle so relativ ähnlich. Und dann wird irgendwas gemacht und auf einmal crasht die Anwendung, weil out of memory. Gut, und dann wird geguckt, okay, alles klar, ja, out of memory, dafür brauche ich offensichtlich mehr Quota. Weil natürlich bin ich da limitiert. Und dann ist der Unterschied nicht klar, dass die Usage, ne, gegen den Request geht, der Request aber gegen die Quota geht. Und da gibt es lustige andere Fehlermeldungen, aber ja. Ich glaube, ich bin fertig. Ja, ach so, ja, Fragen, gerne, gerne. Und zwar zu der Idee oder dem Thema, dass man im Prinzip jetzt immer sozusagen diese Aufgaben beschäftigt, also wie können wir unseren Speicherplatz sinnvoll und sehr, sehr effizient nutzen und Workflow halt, das schauen, dass niemand falsch macht, da was gut macht. Wie akut ist es, dass man wirklich sich nochmal mehr damit beschäftigen muss, wie unser Speicherplatz genutzt wird? Also wie könntest du einschätzen, wie viel Datenmengen immer mehr dazukommen, wie, naja, endlich unser Speicher geworden ist? Dann könnte ich noch mehr Server und riesig mehr Terabyte. Okay, ich
Ja, ich versuche die Frage zu verstehen, das war ein bisschen viel. Also die, ja, wir gucken, ist die Frage gewesen, wie kann man einschätzen, wann man neue Server kaufen muss oder ob Leute alles richtig machen und wie das so in der Praxis funktioniert? Ja, genau. Und auch sozusagen, wo sich die Leute dann Sorgen machen. Ich meine, wenn jetzt immer merkt man, dass man immer mehr Daten kriegt und die Firmen oder was auch immer, wer auch alles nutzt, denkt sich so, oh shit, irgendwann reicht nicht mehr unsere Rechte, also unsere physischen Speicher, das geht einfach nicht mehr. Achso, also okay, die Frage war, was passiert, machen sich Leute Sorgen, ob die Hardware irgendwann alle ist, in Anführungszeichen. Okay, die Antwort ist, also wie es in der Praxis funktioniert, man macht so einen Forecast und das ist eigentlich, das klingt sehr, sehr fancy, man nimmt einfach ein Lineal und pappt das irgendwie dran, weil man weiß, das Ganze skaliert relativ langsam und die Abweichungen sind relativ, über den Jahreszeitraum schwanken die immer so ein bisschen hin und her, aber über so ein ganzes Jahr gesehen ist das Ganze relativ linear. Und dann weiß man, wie lang ungefähr die Lieferzeiten sind und kauft einfach rechtzeitig neu dazu. Oder man macht das Ganze wie modern, man geht einfach zu einem größeren Cloud-Anbieter und dann schmeißt man einfach Geld auf das Problem und die müssen sich drum kümmern. Aber ja, diese Frage kommt tatsächlich und das wird einfach rechtzeitig vorher gemacht, sodass für die eigentlichen Nutzer, die nur ihre Anwendung da irgendwo auf die Cloud packen wollen, sich nicht drum kümmern müssen, denen ist es eigentlich relativ egal, so von der Idee her. Ja, die sagen einfach, ja, gib einfach mehr Requests oder im Zweifel auch mehr Quota und dann mach bitte. Das funktioniert in der Regel so. Natürlich heißt es auch, das ist die eine Seite, ne, für die Kunden quasi. Natürlich haben wir auch Management vorne dran und dann sagen, hey, aber die Hardware, die ist ja ganz schön teuer. Sorgt man dafür, dass die sinnvoll ausgelastet wird. So, das ist dann die andere Seite. Und dann muss man da ad hoc oder nach irgendeinem Prinzip so eine Abwägung finden. Und schön, dass du fragst. Ist gut, es gibt ja so eine Quota. So ein Team kann sich quasi sowas hier drüben, das angeht, das ist so, das können sie einfach machen, wie sie wollen. Weil du willst natürlich nicht jeden einzelnen Pull-Request von denen dir irgendwie angucken, ob die da jetzt irgendwelche kleinen Details, viel, viel zu kleinteilig. Aber wenn du einem Team so eine Quota gibst und die halt irgendwie quasi das Ganze übertreiben und nicht sehr sparsam oder kosteneffizient mit den Sachen umgehen, irgendwann kommen sie an die Quota dran. Und dann guckt in der Regel jemand nach, der diese vier Konzepte mehr oder weniger verstanden hat und schon ein bisschen Erfahrung mit hat. Und was dann in der Praxis passiert, man guckt sich an, was verbrauchen die Leute tatsächlich und ist es ungefähr das Gleiche, wie was sie eigentlich requesten. Und in der Regel sieht das Ganze, oder häufig sieht das Ganze dann so aus, da wird irgendwie, man requestet mal so eine CPU oder irgendwie so ein Gigabyte RAM und verbraucht dann irgendwie 10 Megabyte RAM und irgendwie eine halbe CPU oder sowas. Und dann sagt man den Leuten, ja okay, also mal, keine Ahnung, 20 Pots oder 100 Pots oder irgendwas, also Anwendungskopien. Und dann sagt man, ja, du brauchst aber eigentlich nicht mehr Quota, mach mal ein bisschen weniger. Und dann ist es immer so ein bisschen hin und her. Und dann macht man das einfach über Diskussionen oder man gibt irgendwelche Verfahren. Das hängt so ein bisschen von sagen wir so, der Motivation der Person ab, mit der du gerade redest. Weil manchmal hast du einfach keinen Bock und sagst, hier nimm einfach mehr Quota, ist schon okay, das regelt sich über das Jahr. Frage beantwortet? Ja. Okay, cool. Bei modernen Lösungen wird sowas hauptsächlich über einen Headnode oder sowas koordiniert oder kennen die ganzen Nodes untereinander sich? Und weil wenn man so einen Headnode hatte, wirkt es auf mich so wie so ein sehr schlechter Busfaktor. So. Da fährt über den Headnode der Bus drüber und dann kann man mit den ganzen Cluster erstmal nicht mehr arbeiten. Oder ist jeder Node intern bei so einer Umsetzung eine Art Headnode und die koordinieren sich gegenseitig, wo das hinpasst? Okay, die Frage war, wie organisiert sich der Cluster untereinander? Gibt es da eine Headnode, die quasi die ganze Bürokratie erledigt oder hat da jede einzelne Node, also jeder einzelne Server irgendwie einen Anteil mit dran? Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil teils sind die Aufgaben aufgeteilt, zumindest in Kubernetes. Teilweise, also die Node weiß selber, was sie irgendwie schedulen kann und welche Pods irgendwie drauf sind, aber es gibt noch dieses Konzept von dem Master, der tatsächlich dann den Status Quo verwaltet. Und dann haben die einzelnen Nodes, die tatsächlich die Workloads scheduling, laufen lassen, weil so ein Workload kann ja auch einfach irgendwie kaputt gehen, wie deine Anwendung crasht, dann ist sie weg und wird vielleicht neu gestartet oder sowas. Oder deine Node stirbt komplett und dann kommt sie wieder hoch, aber dann sind die ganzen Sachen weg. Solche Änderungen. Und das wird dann mit dem Master synchronisiert. Aber der Master ist der, also in Kubernetes heißt es irgendwie der Master, der dir das auf die einzelnen Node draufpackt. Und sagt einfach, hier, du mach mal. Und dann sagt die Node, ja, mach ich oder vielleicht doch nicht. Zwischen denen und Idee Direction oder sowas? Ja.
Achso, sorry, die Frage war, gibt es eine Consensus oder eine Leader Election? Und die Antwort ist ja, da ist also erstmal eine High Availability Datenbank hinten dran und die Master quatschen auch unter sich, wer der wer gerade quasi der Schreiber ist. Glaube ich zumindest. Andere Frage noch. Gerne. Mir ist nicht ganz klar, was für praktische Implikationen das hat, wenn der Request kleiner ist als das Limit. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, oder ich das erstmal nö, nö, mach ruhig. Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann sollte deine Anwendung nicht gebildet werden, solange ihre Usage kleiner ist als der Request. Nee, okay. Wird aber gekillt möglicherweise, wenn sie zwischen Request und Limit ist und definitiv gekillt, wenn sie das Limit überschreitet. Okay, die Frage war, was passiert, wenn der Request kleiner ist als das Limit und wann wird die Anwendung gekillt, wenn ihre Usage zum Beispiel Request oder Limit überschreitet. Okay, machen wir zuerst den einfachen Fall Request gleich Limit. Das kann man so einstellen und dann ist es relativ klar, sobald die Usage größer ist als Request oder Limit, dann wird gekillt. Bei Memory. Weil Memory kann ich mir nicht aus den Rippen schneiden. Bei CPU ist es völlig egal, weil wenn du sagst, du willst bis zu 2 CPUs haben und der Server hat gerade mehr als 2 CPUs frei, weil, ich weiß nicht, ist gerade Sonntagnacht, dann kann der Server, sofern kein Limit gesetzt ist, einfach sagen, hier nimm einfach mehr. Ja, das geht. Das funktioniert so. Aber sobald du ein Limit setzt, zumindest in Kubernetes, kriegt die Anwendung eben genau bis zu 2 CPUs. Und wenn sie ihre CPU-Zeit überschreitet, dann wird sie einfach pausiert für n Millisekunden. Request ist immer kleiner als das Limit. Oder kleiner gleich. Weil du kannst, also ergibt keinen Sinn mehr zu requesten, wenn es jedes Limit ist. Ich weiß tatsächlich nicht, ob Kubernetes dir das vorher verbietet, das zu machen. Das habe ich tatsächlich noch nie ausprobiert, aber von der Logik her ergibt es keinen Sinn, größeren Requests als ein Limit zu machen. Das heißt, guck einfach mal, sagen wir, du bestellst irgendwie 1 GB und eine CPU. So. Deine Usage ist bei dem, und machen erstmal kein Limit. Ja? Ignorieren einfach, sagen wir, überhaupt kein Limit, einfach gib ihm. Wenn deine Anwendung einfach mehr verbraucht, dann kann es sein, dass sie einfach die gesamte Node irgendwann übernimmt oder den ganzen Server übernimmt und sagt, aber ich nehme alle CPUs, die ich irgendwie bekomme und alles Memory, das ich irgendwie bekomme und dann hängst du so ein bisschen von dem Linux-Kernel out of Memory Killer ab, was zuerst gekillt wird. Also ja, du kannst da so ein bisschen Priority setzen und sowas, aber es ist halt nicht garantiert, dass er genau deine Anwendung killt. Zum Beispiel. Oder dass es irgendwie noch halbwegs fair verteilt ist, so was CPU-Usage angeht. Vom Prinzip her schon, der Kernel achtet da drauf, aber du hast halt solche fancy Sachen wie eine Threshing von Cache zum Beispiel. Und dann werden halt andere Sachen langsamer, die vorher schneller laufen, und das willst du eigentlich vermeiden, weil das dann so, dann hast du im Zweifel Probleme woanders. Angenommen, du setzt irgendwie, keine Ahnung, Request 1 GB Memory und eine CPU und dein Limit sagst du einfach 2 GB und 2 CPUs. Was passiert? Dein Usage bis Request, völlig egal. Dein Usage geht über den Request hinaus, dann wirst du quasi eingeteilt, so was im Sinne von, was ist fair, was bei CPU angeht, und solange der Server genug Arbeitsspeicher hat, um deinen Memory-Request zu befriedigen, ist auch okay. Ansonsten kommt halt wieder die OOM-Fee vorbei und dann ist es so ein bisschen unklar. Sobald deine Usage übers Limit drüber geht, dann wirst du bei CPU gethrottelt und bei Memory eben, dann kommt der OOM-Killer vorbei. Du wirst vermutlich ja gescheduled auf ein Node, wo dein Request noch drauf passt. Genau. So, und was passiert jetzt, wenn du hast halt zwei Container, sagen wir jetzt mal, da drauf? Ja. Der eine hat schön kleine Usage unterhalb vom Request, der andere geht vom Request über das Limit. Ist es jetzt garantiert, dass derjenige, der seinen Request überschreitet, gekillt wird? Nee, du wirst nicht... Was? Ah, fuck, ja, sorry. Gewöhnungsbedürftig. Die Frage war, was passiert, wenn man seinen Request überschreitet wegen Fairness und wer dann gekillt wird eventuell? Also erstens wirst du nicht gekillt, wenn du deinen Request überschreitest. Das ist völlig egal. Der Request ist quasi nur relevant, was angeht, auf welche Node du draufkommst. Sobald du mal auf der Node drauf bist, oder auf dem Server, dann ist der Request völlig schnuppe. Das interessiert dann einfach niemanden mehr. Das wird auch nicht für Fairness benutzt und auch nicht für Umkills. Requests ist völlig egal. Es ist nur so, welche Node hat noch Platz, vermutlich noch Platz.
Weil ich glaube, das hilft dir jetzt, wenn ich sage, es gibt die Möglichkeit, Kram zu overcommitten. Also ich meine, ich weiß, ich habe 10 CPUs auf meinem Server zum Beispiel, aber ich weiß, so im Schnitt braucht die Anwendung weniger als die eigentlich requesten, weil so ein bisschen Schwund ist irgendwie immer und so ein bisschen Ausnahme und ganz genau macht das eh niemand. Und das heißt, ich kann auch einfach mehr requesten als oder mehr Requests erlauben, als die Node tatsächlich zur Verfügung hat. Und für Limit, das wird hart enforced, also sobald du eben mehr Memory brauchst als dein Limit, dann kommt die oben viel vorbei und wenn du irgendwie mehr CPUs haben möchtest oder nutzen könntest, als das Limit hergibt, dann wirst du gethrottelt. Dann kommt, also literally wird dein Prozess wird einfach pausiert. Also die Idee, die ich jetzt habe, war aber folgende. Du hast ein Node, der hat eine bestimmte Menge Speicher, da werden jetzt Pods da oben gescheduled, ja. Wir brauchen eine bestimmte Speichermenge. Jetzt geht die Node auf OM, weil die OM-Situation ist immer eigentlich pro Node, wenn du jetzt nicht das Limit erreichst. Ja, so. Genau. In dieser Situation ist jetzt die Frage, okay, welcher von den Pods wird gekillt? Kann ich irgendwie sicherstellen, dass mein Pod nicht gekillt wird, wenn er sich richtig verhält? Und wie ich es jetzt richtig verstanden habe, ist die Antwort nein, weil das Request ist ja nur so ungefähr. Und du hast dir ist nicht garantiert, dass du das Request auch tatsächlich bekommst. Genau. Okay, die Frage war, was passiert, wenn es OM nicht vom Limit kommt, sondern von der Node, weil die Node zum Beispiel voll ist und alle Pods mehr verbrauchen, als sie eigentlich requested haben. Und ob man dann sicherstellen kann, ob der Pod, der sich richtig verhält, nicht gekillt wird im Vergleich zu irgendwie jemandem anders, der seine Requests überschritten hat. Die Antwort ist vermutlich... aber vermutlich auch nicht so richtig, weil das ist, hängt. Es ist ein bisschen schwierig, da so eine allgemeine Antwort drauf zu finden, weil ja, du kannst natürlich weitere Logik einbauen, das Ganze zu machen. Ob es Kubernetes per Default mitliefert, bin ich aktuell überfragt, müsste ich nachgucken. Zumindest bei uns verwenden wir das Ganze nicht. Hängt auch von deiner Cluster-Konfiguration ab, weil du kannst natürlich einfach sagen, du kannst zum Beispiel verbieten, dass du mehr Memory auf einer Node allocatest, als die Limits hergeben. Dann kommt einfach kein Umkill vorbei, zum Beispiel. Weil du weißt, du hast immer genug. Also ist das Limit quasi immer früher da, bevor die Node gekillt wird. Beziehungsweise bevor irgendein Pod gekillt wird, weil die Node voll ist, so rum. Genau, und da der Request völlig egal ist, also du kannst natürlich sowas machen wie Request equals Limit, das machen auch relativ viele Clusterbetreiber, dann ist das Problem, dann ist die ganze Problemklasse einfach nicht da. Führt aber dazu, dass Leute mehr requesten und halt mehr Luft quasi drin lassen und dann hast du halt Probleme, wenn du den Cluster effizient auslasten willst, weil wenn jeder irgendwie sagt, ich brauche eine halbe CPU mehr so als, oder ein halbes Gigabyte RAM mehr als Sicherheit, ja, dann ist halt über ein halbes Gigabyte RAM Lücke für jede einzelne Anwendung. Kriegt man das fair hin? Muss ich passen, sorry. Vermutlich nicht, also sonst in unserem Setup nicht. Aber wir machen das durch einfach Abschätzungen und Erfahrungswerte. Ist es so konfiguriert, dass die Requests niedrig genug sind, bevor tatsächlich ein Node-OM-Kill kommt? Was nämlich in der Praxis passiert, fragt mich nicht, woher ich das weiß. Sobald sowas passiert und zu viele Requests da sind, sobald so viel Usage tatsächlich auf der Node passiert, dann wird die Node irgendwann sehr, sehr langsam, weil sie irgendwie anfängt zu thrashen und nichts mehr funktioniert. Insbesondere auch deine Management-Prozesse auf der Node funktionieren nicht mehr. Und dann antwortet die Node nicht mehr irgendwann auf den Master-Server und dann sagt der Master-Server, ja, weiß nicht, die scheint irgendwie kaputt zu sein. Und dann hast du tatsächlich das Problem, dass du nicht mehr mit SSH auf die Node draufkommst und irgendwie den Stecker ziehen musst, in Anführungszeichen. Bevor tatsächlich irgendwas anderes gekillt wird. Also ja, da kommt schon irgendwie sowas wie ein Umkill vorher auf irgendeine Anwendung, aber meistens, wenn du dann quasi einfach zu viel auf den Server draufhaust, dann ist der Server vorher schon komplett weg und dann erübrigt sich die Frage, wen du fair killst. Das heißt, kritische Prozesse wie die vorher genannte Datenmigration muss man eigentlich speziell behandeln, weil sie prinzipiell gekillt werden könnte durch das Scheduling von anderen Nodes, anderen Pods im selben. Okay, die Aussage war, dass dann non-interruptible processes, wie zum Beispiel eine Datenbankmigration, speziell gehandelt werden müssen, damit sie eben nicht gekillt werden durch andere Sachen. Ja, das ist durchaus richtig. Idealerweise kriegst du es natürlich hin, dass deine Datenbankmigration idempotent ist und sie einfach nochmal laufen lassen kannst und sie weitermacht. Weil es gibt, also die Sicherheit, die du glaubst, dass du eine Datenbankmigration durchlaufen lassen kannst, die ist nicht gegeben.
Also so eine Node kann immer abrauchen. Also solche Sachen wie, naja, die Glasfaser geht kaputt. Oder irgendwie das Stromausfall für irgendein Ding, weil halt irgendein Netzteil von dem Serverblade gerade abgeraucht ist und die Node ist einfach physically weg. Oder VMware ist einfach hängen geblieben. Unklar warum, das kann passieren. Und in der Regel wird es auch genauso gemacht, dass du dann eine Wertmigration hast, die du eben nochmal anstoßen lassen kannst mit, keine Ahnung, gibt es verschiedene Strategien. Die einfachste ist, du kopierst einfach die Tabelle und setzt gleichzeitig Trigger auf, dass alle Änderungen, die in die Originaltabelle gehen, in die neue kopiert werden. Wenn die neue dann fertig ist, hast du dann quasi mehr oder weniger Atomic Rename zum Beispiel. Aber ja, wenn du tatsächlich Prozesse haben willst, die to completion laufen, dann ist dieses Cluster-Konzept mit Dynamic Scheduling und Plan nicht unbedingt die beste Wahl, weil das designt ist, dass Sachen sterben und wieder hochkommen und nicht designt, dass sie möglichst lange laufen. Also es ist wirklich im Konzept drin, denn Pods sind, also der klassische Ausdruck ist Kettle und nicht Pets. Weil bei Kettle, also Nutzvieh, ist es dir eigentlich egal, ob das Ding stirbt, aber bei Haustieren hättest du eigentlich gerne, dass es möglichst lange lebt. Ich habe nur eine Frage. Okay, ich könnte das Ganze auch gerne offline machen, was vielleicht ein bisschen leichter ist, weil da muss ich nicht hier vorne rumstehen und nur mit dir reden. Die Frage ist, ob sie dann anders auch interessiert. Fair enough. Ich glaube, wir haben lange genug überzogen. Ja, das ist mehr als eine Viertelstunde.